Heute geht es um das Thema Brandgating und ich habe heute im Video einen Experten zum Brandgating dabei, und zwar Alexander Hoffmann von der Hovado GmbH. Alexander, magst du dich kurz vorstellen? Ja, gern. Ja, erstmal danke, Rolf, für die Einladung in dein Video. Mein Name ist Alexander Hoffmann, seit 2013 Geschäftsführer der Hovado GmbH. Mit eComparo machen wir Beratungen im Shop-System, Software-Bereich, aber auch ausufernd und rausgehend in das Thema E-Commerce-Strategie, auch Richtung Amazon und Marktplätze. Okay, und du hast vor allen Dingen gar nicht so lange her zwei relativ umfangreiche Artikel, vielleicht auch sogar mehr, ich habe zwei gefunden, zum Brandgating geschrieben. Erklär doch mal ganz kurz, was Brandgating überhaupt ist. Ja, ich denke, es gibt mittlerweile mehrere Definitionen von Brandgating. Ich würde es so formulieren, dass Brandgating, wie der Begriff schon sagt, ein Schloss setzt vor die Marke. Also eine Marke soll geschützt werden. Es hat unterschiedliche Sichtweisen, das Thema. Einmal aus Marktplatzsicht, aus Amazon-Sicht, oder aus der Seller-Sicht oder aus der Markensicht, aus der Hersteller-Sicht oder Markeninhaber-Sicht. Und es geht im Prinzip darum, dass eine Marke restriktiert wird, also sprich der Verkauf beispielsweise im konkreten Falle, wir sprechen ja auch dann über das Thema Amazon, eben auf Amazon nicht mehr so einfach für alle Marketplace-Seller, sowohl vielleicht privat wie auch gewerblich, eben möglich ist. Ja, also zum Beispiel, jetzt gehen wir mal konkret ein Beispiel, nehmen wir an JBL, ja, das ist so eine Firma, die das schon etabliert hat. Die haben eben irgendwann das Brandgating eingerichtet. Und was passiert dann konkret? Was passiert ist, dass je nachdem, ob zu dem Zeitpunkt oder ob sozusagen beim neuen Produkt das Brandgating greift, ist es so, dass andere Seller konkret auf Amazon diesen Artikel nicht mehr anbieten können, beziehungsweise nur nach einer Freischaltung, die je nach Marke auch wieder ermöglicht sein kann oder eben nicht möglich sein kann für den jeweiligen Seller, der diesen Artikel oder diese Asien eben anbieten will. Und seit wann hast du das Brandgating hier in Deutschland so beobachtet? Wann ist das hier zum ersten Mal so ungefähr aufgetreten? Was meinst du? Das ist eine gute Frage. Also ich hatte diesen Beitrag nicht tagesaktuell. Es war Ende 2016. Also ja, Ende 2016 kam das auf. Ich habe es dann einige Zeit beobachtet und der erste Artikel dazu, der formulierte ich im Februar 2017. Was sind denn die Nachteile für die Seller vom Brandgating? Also grundsätzlich die Nachteile aus Seller-Sicht sind zunächst mal die, dass beispielsweise das eigene Sortiment, das schon existiert, nicht mehr über den Kanal Amazon verkauft werden kann. Das kann aktive Listings betreffen, kann natürlich auch Warenbestand bei Amazon betreffen und hat auch damals aufgrund von relativ kurzfristigen Brandgating-Entscheidungen oder Umstellungen dazu geführt, dass Remissionen auch notwendig wurden. Und diese Waren können dann nicht mehr verkauft werden, aber grundsätzlich langfristig gedacht, das ist natürlich auch eine Einschränkung, eine fremdbestimmte Einschränkung des jeweiligen Sortiments der Händler. Ja, genau. Also die Seller haben durchaus einen größeren Schaden. Nehmen wir an, die haben eben noch ein paar tausend Einheiten bei Amazon im Lager, wird dann remittiert, ist wahrscheinlich auch nicht so günstig, und dann müssen die es halt irgendwo auf anderen Kanälen verkaufen. Ist ja Originalware, sie dürfen es verkaufen, aber eben nicht mehr auf Amazon, genau. Richtig? Genau, richtig, ja. Ja, genau. Was bedeutet denn Brandgating für Private Label konkret? Ja, konkret geht es einmal darum, also das echte Brandgating für Private Label Anbieter in Deutschland ist zum aktuellen Zeitpunkt ja noch nicht verfügbar, also sprich, die Editierbarkeit der jeweiligen ASIN, also der Artikel-Detailseite, die ist schon schützbar, aber die kann schon geschützt werden, aber dazu kannst du vielleicht sicher dann auch noch mehr sagen. Aber was eben noch nicht möglich ist in Deutschland, ist das Thema für Private Label Anbieter, dass man wirklich sagt, an diesen Artikel, an diese ASIN kann sich kein anderer Seller anhängen. Also quasi die technische Sperrung an dieser Stelle. Mhm.
Ja, genau. Also vielleicht ganz kurz, in diese Editierbarkeit kann man dadurch erreichen, dass man die Amazon Brand Registry durchläuft. Die gab es zuerst in den USA und jetzt mittlerweile eben auch bei Amazon Deutschland. Und da kann man eben in diesem Amazon Brand Registry Portal, da habe ich auch ein ausführliches Video gemacht, das verlinke ich mal hier drunter, kann man seine Marken registrieren und dann hat man eben gewisse Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel die Editierbarkeit von Listings. Vielleicht kann man bei dem Private Label noch ganz kurz erwähnen, wenn die Listings gesperrt werden, ne? Das ist ja so ein, das passiert einmal dann beim Brandgating, aber das kann ja auch, wenn bestimmte Marken kein Brandgating haben und dann aber eben einfach ein Listing, also einen Anbieter einfach sperren, also das Angebot von einem Anbieter sperren, dann kann das relativ schmerzhaft für diesen Anbieter sein. Und wenn die Sperre ungerechtfertigt ist, dann kann man die natürlich auch wieder aufheben lassen. Da habe ich auch ein ausführliches Video zu gemacht, kann ich vielleicht hier drunter verlinken. Aber ganz kurz, man muss eigentlich erstmal herausfinden, habe ich wirklich Originalware? Wenn ja, dann darf ich sie weiterverkaufen oder gibt es überhaupt Schutz auf die Ware und greife ich in diesen Schutz ein? Also zum Beispiel, wenn derjenige, der gesperrt hat, ein Design hat und man selbst hat aber ein ganz anderes Design, was gar nicht unter dieses Design fällt, dann ist die Sperre natürlich auch ungerechtfertigt. Und immer wenn man sieht, okay, die Sperre ist offensichtlich irgendwie ungerechtfertigt, dann kann man da auch erfolgreich kurzfristig auch gegen vorgehen. Rolf, magst du noch mal zwei, drei Sätze zu dem Thema sagen, wie du das Thema Brandgating, also auch vor allem die Vorteile aus Private-Label-Sicht eben siehst? Weil ich habe sie ja aus Seller-Sicht überwiegend beleuchtet und die Sicht aus deiner Warte wäre natürlich auch ganz interessant nochmal. Ja, also ich betreue eben auch ein paar größere Markeninhaber, zum Beispiel ein amerikanisches Jeans-Label oder einen der Marktführer für Isolierkann. Und die haben eben das Problem, dass auf so Marktplätzen viele Fakes angeboten werden, also eben Piraterieware, also nachgemachte Ware. Und natürlich ist das Problem ist, dass die Leute, die das verkaufen, vielleicht gar nicht bewusst wissen, dass das gefälschte Ware ist. Die beziehen das von jemandem, der dann auch auf die Rechnung schön draufschreibt, Originalware. Und gehen da blauäugig praktisch mit gefälschter Ware in den Markt. Und das können die natürlich viel besser verhindern, dass da eben gefälschte Ware unter deren Listings verkauft wird, indem sie die einzelnen Seller, die das eben dürfen, zertifizieren und dann eben gucken, okay, das ist ein Seller, dem vertraue ich, der verkauft tatsächlich Originalware, der bezieht von mir. Der darf verkaufen und dann wird er halt freigeschaltet. Insofern, so die ganz großen Brands, die haben einen ziemlich heftigen Kampf gegen Piraterieware und das ist eben ein Instrument, um das so ein bisschen einzudämmen einfach. Ne? Das heißt, grundsätzlich mal festzustellen, auch aus der Markeninhabersicht, aber auch aus der Marktplatzsicht, Brandgating ist aber legal. Nochmal deine Einschätzung dazu. Ja, also erstmal ist es so, dass jemand, der Originalware hat, diese auch verkaufen darf. Das ist einfach das Gesetz hier in Europa. Das ist die sogenannte Erschöpfung, der Erschöpfungsgrundsatz, die Erschöpfung von Markenrechten. Wenn ich in der EU Originalware gekauft habe, dann darf ich die auch in der EU verkaufen und da kann mir keiner an Karren fahren. Jetzt ist es so, dass Amazon durch Brandgating diese Freiheit beschränkt. Ja, also jemand, der Originalware verkauft hat, darf sie plötzlich nicht mehr verkaufen, aber eben nicht auf Amazon verkaufen. Ja, es gibt ja auch noch andere. Amazon hat natürlich kein Monopol, aber eine ziemlich starke Marktmacht. Aber bisher haben die Gerichte es noch nicht höchstrichterlich entschieden, also der BGH hat dazu noch nichts gesagt. Aber es gibt die ersten Oberlandesgerichte, die gesagt haben, das ist noch okay, denn jeder Marktplatz kann selbst entscheiden, welche Regeln er hat. Und Amazon hat halt jetzt diese Regeln eingeführt und die halten das für okay, die Oberlandesgerichte. Also gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass es in Ordnung ist. Das wird bestimmt anders, wenn Amazon seine Marktmacht noch ausweitet und de facto Monopol wird für Onlinehandel. Mal sehen, wie sich die Sache entwickelt. Also jetzt kommt Alibaba erstmal nach Europa und dann verschieben sich vielleicht auch die Marktanteile wieder und vielleicht wird eBay auch nochmal größer und so. Wenn irgendwer so ein Quasi-Monopol hat, dann wird das wahrscheinlich irgendwann auch von Gerichten anders beurteilt. Aber im Moment
scheinen die Gerichte zu sagen, okay, jeder Marktplatz kann einfach seine Regeln selbst aufstellen. Also in meinen Artikeln hatte ich ja überwiegend die Seller-Sicht so ein bisschen beleuchtet, das Thema Monopol, Oligopol und vielleicht dazu noch eine Sache. Ich meine, man kann natürlich die Thematik von Amazon sehr gut nachvollziehen. Da geht auch ein Stück weit Richtung Sicherheit von Produkten. Ich glaube, das Thema Ladegeräte, Fälschungen von Ladegeräten war oftmals auch ein Problem, also direkte Produktsicherheitsprobleme. Also die Kundensicht hat natürlich Amazon auch bei dem Thema Brandgating. Was ich so ein bisschen moniert hatte, war ja das Thema, dass durch die zu starke Einschränkung eben dieser verkaufsfähigen Produkte, diese rigoroses Brandgating, dass sozusagen hier das Angebot etwas, ja, was heißt etwas, aber das Angebot so eingeschränkt wird, dass der Kunde dann letztendlich trotzdem wieder den Nachteil hat, weil er beispielsweise ja, durch zu wenig Wettbewerb, um es jetzt mal in Anführungszeichen zu sagen, eben dann einen höheren Preis zahlen muss. Siehst du das ähnlich oder wie ist da deine Einschätzung? Ja, klar. Also das ist natürlich so, wenn dann plötzlich nur noch Amazon selbst und der Originalhersteller einfach zu zweit auf dem Listing sitzen und nur noch verkaufen, dann können die praktisch den Preis vorgeben. Andererseits ist es ja so, dass der Originalhersteller die Originalware ja auch nur zum gewissen Mindestpreis auch woanders verkauft. Und ein Seller wird ja kaum unter diesen Preis seinen Einkaufspreis gehen auf dem Listing. Insofern, also immer wenn ein Angebotsmöglichkeit eingeschränkt wird, ist das schlecht für den Verbraucher, klar, weil der Preiswettbewerb dann nicht mehr so stattfindet wie vorher. Aber andererseits, kann ja der Seller ohnehin nicht unter seinen Einkaufspreis gehen. Wir wären jetzt ja eigentlich dann schon bei dem Thema, wie kann man sich denn als Seller da freischalten? Also es gibt ja durchaus die Möglichkeit, dass man da wieder draufkommen kann aufs Listing, oder? Ja, definitiv. Also einmal gibt es natürlich die Möglichkeit, also wie gesagt, sehr individuell, also beziehungsweise sehr abhängig davon, von jeweiligen Artikel und der jeweiligen Marke. Da gibt es auch laufend minimale Veränderungen, aber grundsätzlich kann man sagen, entweder der Seller, wenn eine Freischaltung möglich ist, liefert Amazon ja, Lieferscheine beziehungsweise Einkaufsrechnungen dieser Ware, wo ersichtlich wird, wo er die Ware einkauft, um ja, dass Amazon ihn prüfen kann, ob dieser Einkauf wirklich dieser Originalware wirklich stattgefunden hat. Alternativ ist es natürlich auch möglich für autorisierte Reseller, also quasi Partner, die Verträge, Partnerverträge oder Kooperationen mit Herstellern haben, beispielsweise dieses Kooperationsschreiben oder diese Erlaubnis des Verkaufs auch Amazon direkt zu schicken. Diese Möglichkeit besteht natürlich auch, wie gesagt, für Artikel, wo eine Freischaltung möglich ist. Es gibt natürlich auch Artikel, wo eine Freischaltung gar nicht möglich ist. Wobei diese Anzahl an Artikeln so aus den Gesprächen mit anderen Unternehmen im E-Commerce oder auch auf Amazon eben so ist, dass diese Artikelanzahl wieder etwas zurückgeht. Also dieses Brandgating scheint wohl sozusagen etwas reduziert worden zu sein. Okay, interessanter Trend. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Nochmal eine ganz andere Frage, Alex. In deinen Artikeln hattest du Repricer erwähnt, so ein bisschen provokant. Was haben denn Repricer mit Brandgating zu tun? Also man kann feststellen, dass eben auch mittlerweile ja, die Seller überwiegend Repricing-Tools eben einsetzen, um beispielsweise die Buybox zu erhalten. Und da ist es natürlich so, dass der von Amazon gesetzte Preis aus Amazons Preisalgorithmen dann im Prinzip auch eine Preisspirale in gewisser Weise nach unten in Gang setzen kann, weil wenn Amazon sozusagen Repricern folgt, dann ist es natürlich so, dass der Preis sinkt und der Preis unter Druck geraten kann. Aber auch beispielsweise Preisanhebungen von Amazon zu bestimmten saisonalen Zeiten, um beispielsweise auf eine Knappheit zu reagieren, sind dann schwieriger möglich, weil natürlich Seller den Preis beibehalten und dann in diesem Falle diese Preisalgorithmen nicht zu einer Erhöhung der Marge führen. Das war so eigentlich ein Nebeneffekt aus dem ganzen Thema. Es ist aber keine
aus meiner Sicht kann kein Grund dafür sein, um Braincrating einzuführen. Das war so ein Nebeneffekt, den man beobachten kann, wenn man einzelne Artikel beobachtet. Ja. Für die Seller kann ja Brandgating durchaus unangenehm sein, das hatten wir schon angesprochen. Was entstehen da denn insgesamt so für Unsicherheiten für Seller durch Brandgating? Ja, also die Unsicherheit, die natürlich in erster Linie entsteht, ist die Frage, welche Produkte dürfen in Zukunft noch verkauft werden, wenn man von Sellern ausgeht, die kein autorisierter Vertriebspartner sind. Und da ist es in der Vergangenheit eben so gewesen, dass das Brandgating relativ abrupt passierte. Und das ist natürlich schon ein unternehmerisches Risiko, je nach Sortimentsgestaltung oder je nach Marken im Sortiment. Wenn dann beispielsweise eben eine dominierende Marke eben unter das Brandgating fällt. Aktuell haben wir ja den Fall, dass Amazon bekannt gegeben hat den Sellern, das wird auch diversen Blogs und auch Facebook-Gruppen beispielsweise diskutiert, dass eben Amazon sagt, okay, da gab es eine Vereinbarung mit Apple und aktuell ist der Verkauf noch möglich, aber die Ankündigung ist, dass ab Anfang Januar ein Verkauf von Apple-Produkten über Amazon Marketplace so in dieser Form für unautorisierte Seller so nicht mehr möglich ist. Das ist zwar natürlich auch für die Seller nicht, ist natürlich auch diese Einschränkung, aber natürlich mit diesem Vorteil der Ankündigung, um es mal so zu formulieren. Ja, okay, sehr, sehr euphemistisch formuliert. Ne? Also ist schon für die Seller echt ein Problem, ne? Denn die haben dann vielleicht noch so 2000 Einheiten da bei Amazon im Lager und können sich dann überlegen, ob sie die vernichten lassen, obwohl es Originalware ist oder remittieren oder so. Ne? Also ist schon ziemlich ätzend. Ja. Könnte natürlich auch zu einem Preisdruck jetzt in der Weihnachtszeit auf Apple-Produkte führen, wenn man es so betrachtet. Aber das ist vielleicht nur eine These, das wird sich dann zeigen. Ja, Rolf, die konkrete Freischaltung des Brandgatings, wie muss ich mir die vorstellen als Seller? Ja, in den USA gibt es da schon einen etablierten Prozess. In Deutschland ist das noch ziemlich untransparent. Da weiß ich jedenfalls noch nicht genau, wie das hier funktioniert. Aber wahrscheinlich wird es genau wie in den USA kommen. In den USA ist es so, dass man einmal eine eingetragene Marke braucht. Das ist klar. Dann muss man die Amazon Brand Registry durchlaufen haben. Das haben ja hier viele Markeninhaber auch schon in Anspruch genommen. Dann muss man nach Möglichkeit nachweisen, dass man auch was gegen Piraterieware tut, gegen Produktpiraterie, also dass man da irgendwelche Aktivitäten entfaltet, muss das auch nachweisen. Wie mache ich das dann konkret? Ich schreibe die Rechtsabteilung an und teile die Rechtsabteilung mit. Hier gibt es einen Markeninhaber, der hat auch die Amazon Brand Registry schon durchlaufen und hat dies und das eben gegen Produktpiraten schon unternommen in der Vergangenheit und hat da ein Problem. Er wird gern Brandgating haben. In den USA dauert das im Moment so vielleicht 5 bis 7 Wochen. In Deutschland habe ich dann noch keine Erfahrungswerte, weil es eben im Moment nach meiner Einschätzung hauptsächlich eben für ganz große Brands nur verfügbar ist. Aber probieren geht über studieren. Man kann es ja mal probieren. Ich weiß nicht genau, wann das auch für kleinere Markeninhaber oder auch gerade Private Label verfügbar sein wird. Sag mal, Alex, so zum Schluss, was ist denn dein wichtigster Tipp einmal für die Seller und dein wichtigster Tipp für die Markeninhaber? Ja, als Seller sollte man sich natürlich darüber im Klaren sein, also den Risiken bewusst sein, dass es natürlich schon so sein kann, dass auch weitere Marken in Zukunft mit Amazon einfach diese Vereinbarungen treffen, dass eben keine nicht autorisierten Seller diese Waren mehr veräußern dürfen. Jetzt ist ein Weg natürlich, ein autorisierter Seller zu werden. Das ist im Prinzip wahrscheinlich auch die Zielsetzung, die Markeninhaber halt sehen. Aber man sollte sich natürlich auch der Abhängigkeit, beziehungsweise natürlich an dieser Stelle wieder mal die Marktmacht von Amazon erwähnt, schon bewusst sein, dass diese Prozesse von Amazon einfach optimiert werden und man dann natürlich kurzfristig reagieren muss auf Amazon. Ja, aus Markeninhaber-Sicht ist Brandgating natürlich
sehr von Vorteil. Du hast es ja schon angesprochen. Wenn du sagst, welchen Tipp kann man Markeninhabern geben? Ja, dranbleiben bei Amazon und dieses Brandgating wirklich aktiv anfragen. Ich glaube, ich schon ein Punkt, um jetzt im konkreten Fall, um bei Private Label zu vermeiden, dass nachts beispielsweise sich Seller auf das Angebot setzen, eventuell noch mit Repricern, um sozusagen hier Preise kaputt zu machen oder die Listings vom Ranking her zu beschädigen. Das wäre vielleicht der wichtigste Punkt. Mhm. Okay. Du hast jetzt hier echt super viel sehr coolen Content abgeliefert, aber die Zuschauer hier haben bestimmt noch 1000 Fragen jetzt an dich. Wo können die dich denn am besten erreichen? Also grundsätzlich natürlich unter ecomparo.de, da ist auch dieser Blogbeitrag gepostet worden, der ist dann auch nochmal auf Wordfilter gepostet worden und es ist natürlich so, dass diese Themen auch reinspielen in das Thema E-Commerce-Beratung, das wir natürlich mit ecomparo.de machen, also sprich jedes Shop, Online-Shop-Projekt braucht natürlich auch eine Amazon-Beratung, kommt natürlich immer sehr aufs Sortiment an oder auf die, ja, auf die jeweilige Strategie, sag's mal so. Aber das ist so klassisch die Webseite, die ecomparo.de, die Anlaufstelle, wo man mich erreichen kann. Sehr gut. Vielen Dank, Alex, für das tolle Interview. Danke, Rolf, auch, dass ich in deinem Interview oder in diesem Interview dabei sein durfte. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, was Brandgating ist. Wenn ihr mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Wenn ihr mehr über Alex erfahren wollt, dann geht zu ecomparo.de. Und das Wichtigste zum Schluss, schützt euer geistiges Eigentum und erntet ihr die Früchte eurer Ideen.